Was tut ihr hier in meinem Wald? Bitte vergebt uns. Wir wollten euch nicht belästigen. Wir haben nur unseren Vater verloren. Zwei hilflose Kinder. Verirrt und allein. Die Familie zerrissen. Was für eine traurige und rührende Geschichte. Wachen? Ergreift sie. Hänsel, lauf! Vor mir wegzulaufen ist töricht. Töricht, aber auch sehr mutig. Und dieser Mut hat euch und eurer Familie gerade das Leben gerettet. Ihr lasst uns gehen? Oh, und ich tue noch weitaus mehr als das. Ich suche auch euren Vater. Ehrlich? Wieso denn? Weil ihr zwei eine Kleinigkeit für mich tun sollt. Und dann dürfen wir heim? Was ist das? Der Kompass meines Vaters. Damit sollten wir ihn wiederfinden. Jetzt ist er kaputt. Sagt ihr uns, wohin wir gehen? Das ist nah genug. Nah genug woran? Am Haus der blinden Hexe. Das klingt gar nicht gut. Sie hat was, das mir gehört. Und ihr sollt es mir zurückbringen. Was denn? Etwas, ohne dass ich einen hinterhältigen Feind nicht bekämpfen kann. Es befindet sich in einem Lederbeutel. In dieser Hütte. Wieso holt ihr es nicht selbst? Warum denn wir? Diese Hütte wird durch einen Zauber geschützt. Ich kann nicht hinein. Aber dieser Zauber wirkt nicht bei Kindern. Ihr müsst hier bis Einbruch der Dunkelheit warten. Und dann, wenn die blinde Hexe schläft, schleicht ihr euch hinein. Und wenn wir das tun, versprecht ihr, unseren Vater zu finden? Oh ja, das werde ich. Aber eines noch. Das Haus der Hexe ist einzigartig. Das heißt, ihr müsst auf ein paar Dinge achten, wenn ihr da reingeht. Und welche? Egal, was ihr tut. Egal, wie groß die Versuchung ist. Ihr esst nichts. Gar nichts.